So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren mega spannenden und bestimmt mega spaßigen, der Spaß steht mir gerade bis hier, von Let's Play The Simpsons Hit and Run. Wir sind gerade wahrscheinlich bei der Endmission von Marge's Level, bei Level 4, wo wir versuchen, die Kohlenlaster einzufangen, die komischerweise zumindest bei uns anwesend waren. Und wir haben schon gehört, dass die Alien versuchen, mit der Cola die Menschen in Springfield zu kontrollieren. Also langsam kommt da auch mal ein bisschen Story in die Story rein. Nach der Hälfte des Spiels gar nicht mal so schlecht, dass man ein bisschen was in der Geschichte reinkommt. Und da müssen wir drei Laster zerstören und das ist gar nicht so schwierig. Gar nicht so leicht. Ein Versuch war dabei, der war so perfekt. Aber den haben wir verkackt. Also ich hab's verkackt. Aber trotzdem, wir wiederholen es. Let's go. Ah ja, und ich habe gesehen, beim letzten Part lief es richtig gut. Einfach weil das Ganze jetzt nicht im Vollbild, sondern im Fenstermodus ist. Und bis auf den unteren schwarzen Strich, der jetzt da ist, müsste es gar keinen so großen Unterschied machen. Außer, dass wir jetzt auch ein bisschen besseres Bild haben. Super. Also, let's go. Next try. Ich gebe mein Bestes. Wir fahren mit dem wunderbaren Malibu Stacy Auto. Und die müssen wir gucken, dass wir sie relativ. Oh, das ist schon ein kurzer Versuch dabei. Gut zu zerstören. Kramen bringt relativ weniges, bringt viel mehr, die irgendwas reinzuschieben oder dass sie irgendwas reinfahren, besser gesagt. Beziehungsweise ist es auch gar nicht mehr so schlecht, wenn das Auto in der Nähe explodiert. Auch schon mal passiert. Oder so eine Ausgangssituation. Gottes Willen. Nee, das wird wieder nichts. Hui. Fast komplett arm. Soll sie irgendwo in der Nähe ein Telefon? Da ist eins. Dann reparieren wir den wieder. Kostet nur 10. Und suchen den Start nochmal. Starten den Versuch nochmal. So, jetzt ist das Auto wieder fresh am Start. Sehr schlechter Start an Bumser. Auch ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich den riesigen Laster nicht treffe. Es gibt doch keine Waffe oder sonst irgendwas, aber. Da war bisher noch gar kein einziger quasi HP-Abzug. Ja, genau. Ich meine, da schaffen wir gar nichts. Ich kann das nicht so gut. Pass doch auf, wo du fährst. Hey, Augen auf die Straße, Idiot. Komm sofort wieder her. Ich werde dich verklagen. Verlass dich drauf. Da hat man schon fast ein bisschen Skill in der Fahrweise. Aber nicht mal das bringt irgendwas. Okay, das war jetzt eher ein bisschen reingeglitscht. Gott, da kann man sich so anstrengen, wie man will. Erstmal hier ein bisschen reparieren. Ach du meine Güte, das ist mir sowas von peinlich. Oh, das war's relativ gut.
Oh. Los, los, los! Ich brauch den Geschwindigkeitsaufzug. Das war jetzt relativ gut. Wo ist er? Da. Oh, gegen den Baum ist es immer sehr gut. Ah, jetzt ist wieder nichts. Komm schon, noch einmal richtig schön. Ja! So, der nächste kommt. Also ich finde, der zweite, der ging beim ersten Versuch sowas von gut. Da der immer schön geradeaus finde, konnte man hinten gut reinbumsen. That's what she said. Auch da es hier so eng war, kann man den schön diesen hier machen. Unter anderem. Was aber auch die Gefahr hier ist. Man sieht wieder nichts von lauter Rauch. Scheiß aufs College-Geld. Ich brauche noch ein Auto. Komm her. Wo ist er denn wieder? Ich muss mal kurz querfeld ein. Ah, jetzt kann ich von vorne starten mit den ganzen Bums. Ich warne euch aus der Bahn. Ja, und das bei drei Lastern. Herzlichen Glückwunsch. Es steht wieder bis hier die Aggression. Mart Simpson steht zu ihren Diensten. Gute Wahl. Ja, ich wechsle wieder das Auto. Dann nichts wie ran. Sir, würden Sie mich mitnehmen? Das wäre sehr nett. Aber ja, was ist wohl natürlicher, als dass ein kleines Kind Leute durch die Stadt kutschiert? So, wir sitzen drin. Neu starten. Mit dem fällt es sich doch wesentlich besser. Ich gebe mein Bestes. Mit sensiblen Füßchen aufs Gaspedal. Oh, meine Frisur. Jetzt ist er doch das allerbeste Auto. Das Malibu Stacy Barbie Auto hier. Das ist relativ gut. Das ist. Na. Nette Mädchen geben Vollgas. Hey, ich bin noch ein kleines Mädchen. Hey, du Wahnsinniger, mein Rückgrat. Jetzt geht die Post ab. Sofort wieder her! Das nennt man Vorwärtsbewegung! Bitte verklag uns nicht wieder! Jetzt aber ran! Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen! Da
Die Stelle ist aber gar nicht so schlecht, um da viel Schaden anzurichten. Steckt er fest? Alles ist perfekt. Ich stecke aber auch fest. Eigentlich eine perfekte Situation, aber das reicht zeitlich nicht mehr. Ah, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich gebe mein Bestes. Das ist wieder so eine relativ sauschwere Mission. Ich werde dich verklagen. Verlass dich drauf. Das wäre schon eine gute Ausgangssituation gewesen, wenn man den irgendwie in sowas reinlenken kann, aber. Naja. Das wollte ich auch sagen. Uiuiui. Am besten so einen Baum reinlenken. Am besten den Laster. Nicht für mich selbst. Jetzt aber schon wieder nah dran. Das ist schon mal sehr gut. Ja! So. Ach, mindestens 10. Ja, ich habe mehr als 10. So, wieder reparieren. Sexy Mom. So, erstmal muss ich einen Schluck trinken. Oh. Das erste Auto ist echt das schwerste, der erste Laster. Dann hat man mal viel bessere Chancen. Beim dritten waren wir erst einmal. Oh, March ist richtig dabei. March fühlt es gefühlt. Boah, der ging ja relativ schnell viel kaputt. Da kann man hier schon richtig gut anbumsen. Vorsicht walten zu lassen. Haha, so ist es perfekt. Der macht sich vor allem selbst kaputt. Muss mal ganz kurz. Ne, da war doch irgendwas zum. Weiß nicht, hier? Ne. Ah, egal. Jetzt hat der Mat zum Münzen kriegen. So, und da ist der letzte irgendwo. Der letzte Laster, okay. Los, Tempo, Tempo! Was denn?
dabei. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Ich denke mal, der ist am allerschwersten zu knacken. Also es läuft irgendwie ganz gut. Weiß man ja vorher nie so richtig. Das sieht aber gar nicht danach aus. Das sieht kacke aus. Nicht aufregen, Marjorie. Ganz ruhig. Los, ganz ruhig. Das ist ein richtig mieser Tag. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Oh, das hatte ich gerade geputzt. Das war ein Unfall. Hui, das sah teuer aus. Gerade erst richtig loslegen. Nun ja, hat zumindest. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Oh. Hoffentlich muss ich nicht dafür bezahlen. Tempo, Hypergeschwindigkeit. Den Kasselleuten wird das gar nicht gefallen. Ich werde dich verklagen. Verlass dich drauf. Los, los, los. Wo ist er denn? Ich merke irgendwie, dass ich um einiges besser drifte als vor ein paar Parts, als ganz am Anfang. Ich kriege schon ein bisschen Übung drin. Ich bin aber schon wieder fast Richtung Hit and Run. Wie viele Leichen liegen auf meinem Auto? Das ist ja auch nicht mehr so schön. Wird wieder nichts. Ich denke mal, wir brauchen die komplette Stunde für die eine Mission. Das wäre so geil. Das wäre ein Traum. Ich warne euch aus der Bahn. Aua. Oh, weia. Ein bisschen zu viel Zeit verloren hier. Lisa Simpson zu Diensten. Marge Simpson stets zu ihren Diensten. Oh, und das hatte ich gerade überstrichen. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Hoffentlich kann man das recyceln. Na los, los, weiter! Mach, dass du wegkommst. Leg Eis auf die Wunde. Das ist Körperverletzung. Das ist Körperverletzung. Ach du meine Güte. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Hey. Boah, das war's gut. Auch mein Hintern. Kinder an die Macht. Das ist
sehr nett. Zu Fuß gehen ist sowieso besser für die Umwelt. Oh. Ja! Bösartigen Cola-Fläschchen. Verflucht! Das war perfekt. Also nicht perfekt, aber ganz gut eigentlich. So, und den kann man jetzt nochmal reparieren. Ich brauche unbedingt jemanden, der mich mitnimmt. Einverstanden. Skinner hat die Schule geschlossen, um mir das Fest zu installieren. Straße, Auto, Geschwindigkeit. Jetzt aber ran! Ein bisschen reparieren. Leute, hier gibt es nichts zu sehen. Oh, das war super. Wo ist er? Der war da. Der war hier, genau. Na, wo geht's? Mia Culpa. Boah, das ist schon fast kaputt. Vorsicht, mein Lieber. Komm sofort wieder her. Es tut mir leid. Jetzt aber ran. Der ist ja komplett lost. Wo will der hin? Ah, der ist reingekommen. Schade. Ich werde dich verklagen. Verlass dich drauf. Mal ein bisschen konzentrieren hier. Bei meiner epischen Fahrweise. Jetzt geht die Post ab. Los, Tempo, Tempo. Jetzt werde ich beim zweiten versorgen, oder? Genau. Ausgerechnet beim zweiten. Moment. Ah, oh, das ist kacke. Es gab keine Münzen. Also Auto ist neu, okay? Perfekt. Ich dachte schon, ich muss mit einem anderen Auto starten. Das ist aber schon wenigstens etwas Gutes. Eine nervige Mission. Aber wir wissen wenigstens schon mal, dass dann die Kohle Last immer zu Mr. Burns von was auch schon mal wahrscheinlich storytechnisch ein bisschen Relevanz hat. Schon kurz davor zu überlegen, überspringen wir das jetzt oder nicht. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Ich gebe mein Bestes. Los, los, los! Könnte man ja theoretisch nach gefühlt 1000 Fehlversuchen. Die Leute nerven so auf der Straße. Oder auch einig auf dem Gehweg. Ich sollte mich nicht darüber freuen. Kinder an die Macht! Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Du legst es wohl auf eine Straßenschlacht an. Pass doch auf, wo du fährst! Wie rüpelhaft! Jetzt aber ran!
bisschen schieben den. Hoffentlich wird das Bad angehängt. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Jetzt aber ran! An deiner Stelle würde ich aus der Bahn gehen. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Ich habe Angst und habe die Orientierung verloren. Euch kriege ich, ihr bösartigen Cola-Fläschler und Vertreiber. Mit bösartigen Cola-Fläschler. Was denkst du dir dabei? Ich glaube, es ist besser, wenn ich das Auto jetzt komplett zerstöre. Verdammt nochmal! Und wir 10 nochmal repariert. Perfekt. Ich muss sogar 12, wir machen Plus. Warte mal für später. Perfekt. Da gehen noch ein paar Freifahrten. Und da immer relativ in der Nähe ein Telefon ist. Oder auch nicht. Ich schwör's, früher war ich besser. Wenn ich da jetzt aber zu nah rangehe. Was ist denn der mit Telefonzelle? Da! Da! Mann, schnallen Sie mir Räder unter! Du wirst sehr überrascht sein, wie gut eine Zweitklässlerin fährt. Du bist der Passagier, also geh auf den Beifahrersitz. Jetzt geht die Post ab! Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Keine Zeit? Wir müssen los. Die Welt retten. Und so. Oh, meine Frisur! Ich kann das nicht so gut. Los, Tempo, Tempo! Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Gott, jetzt wieder richtig Damage. Freihändig. Tut mir leid. Aber es ist wieder ziemlich weit vorne. Und? So, ein bisschen die Einfahrt verstopfen, hat nicht ganz geklappt. Los, Tempo, Tempo! Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Und? Leck. Was leckt mit meinem Canyonero? Um Gottes Willen. Gott, da war er. Komm schon. Irgendwas reinschieben. Ups. Tempo, Hypergeschwindigkeit. Ich hoffe, die sind wiederverwendbar. Nein. Beschleunigen. Trauriger Tag für Statisten. Vorsicht! Aus der Bahn!
Güte. Das ist mir wirklich unheimlich peinlich. Los, los, los! Was ist denn los mit dir? Oh ja, oh ja. Ja. Kinder an die Macht. Ja. Jetzt aber ran. Ah, bitte, bitte, bitte. Was bist du dran, Lamas? Verdammt. Hast du Tomaten auf den Augen? Entschuldigung. Ich werde dich verfolgen. Ah, nee. Nein. Wie gewonnen, so zerronnen. Boah. Ich kann nicht überspringen. Gemeinsam schaffen wir das. Ich habe auch noch ein bisschen Ehre in mir. Okay, Mart, genau nach Plan vorgehen. Aber jetzt war ich extrem nah dran. Da fehlt jetzt fast gar nichts mehr. Ach du meine Güte. Ich brauch den Geschwindigkeitsrausch. Vorsicht walten zu lassen. Gute Wahl. Bin jetzt gerade highly concentrated. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Ups. Das wird mich was kosten. Aufregen, Marjorie. Ganz ruhig. Jetzt geht die Post ab. Aha, nette Mädchen geben Vollgas. Nein! Ich hätte geschworen, dass ich noch mehr... Lisa Simpson zu Diensten. Ich warne euch! Aus der Bahn! Boah, das ist jetzt gerade. Hallo, Springfield! Nicht gerade meine. Mart Simpson steht zu ihren Diensten. Los, Tempo, Tempo! Nicht meine hey. Beste Stunde gerade. Boah, wenn es am Anfang nicht läuft, dann kann man es eh schon fast vergessen. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Ich bin so kurz davor zu überspringen, aber. Ich will doch alle Missionen schaffen. Das Hupen bringt irgendwie auch gar nichts. Keiner rennt davon. Juckt dir einfach nicht. Das ist mir sowas von peinlich. Hoffentlich kann man das recyceln. Wählt den Notruf. Gott sei Dank gibt es Sitzgurte. Oh, das hatte ich gerade geputzt. Ich muss kurz mal zu reparieren. Ob ich dafür wohl extra Punkte bekomme? Ich räume das später auf.
Vorsichtig wild beschleunigen. In den Kassel. Nochmal ordentlich. Hopp. Nochmal einmal ordentlich hinten rein. Es jetzt wieder nicht klappen wahrscheinlich. Ja, geil. Das ist Diskriminierung gegen kleine. Ich überspringe jetzt. Es war echt die letzte Mission. Geil. Wir speichern da mal ganz, ganz kurz. Ja, die machen wir trotzdem irgendwann mal noch. Aber gerade habe ich da echt gar keine Lust. Tolle neue Cola gefunden. Gehen wir gerade zu schnell. Ah, puh. Fahr zum Cola-Laster und Gott, es geht mir alles zu schnell. Jetzt spiele ich jetzt eigentlich ab, ich bin jetzt ein bisschen leicht verwirrt. Now showing Sing Monkey Sing, okay. Ich bin gerade sehr verwirrt. Ist das mein Auto? Anscheinend. Ein bisschen zu groß für ihn, aber okay. Dann fahren wir mal dahin, wohin wir fahren müssen. Lenkt sich auch ziemlich gut. Sagt der und fuhr einen Baum um. Und alles andere. Das ist interessant, ein Apu. Ja, wobei. Er verkauft ja auch die Kohle. Das heißt, er ist auch ein bisschen darin verwickelt in das Ganze. Hast du dir nur dabei gedacht? Hat also auch einen storymäßigen Grund. Ich weiß nicht, gab es dann nach diesen drei Laster-Missionen irgendeine Cutscene, die man jetzt nicht gesehen hat? Ich habe jetzt gerade eine krasse Lücke im Kopf. Aber ohne, ich war jetzt da locker eine Dreiviertelstunde dran. Mindestens 10 Minuten, mein letzten Part hier schon der halbe Part. Irgendwann ist mal gut. Aber wir wiederholen das Ganze. Das holen wir mal nach. Also erstmal gucken, wie ich jetzt da hinkomme. Da waren wir schon mal beim Bart-Level. Beim zweiten, glaube ich. Da muss ich lang. Und da wäre eine richtige Weltkarte um einiges besser. Also ich muss auf jeden Fall wieder. Da zurück. Eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Na. GGG Family Video. Da kommt man nicht rein. Und Abkürzung. Wer hat das dahin getan? Das macht doch keinen Sinn. Most Taverne. Muss ich eigentlich hin? Muss da zu Fuß hin oder was? Bin verwirrt, wo ich hin muss. Ich bin gerade so verwirrt, man muss nicht lang. Geht da schon mal nicht. Komme ich wieder in die Richtung? Die Rutschenfabrik. Gott, das weiß ich auch noch. Wo muss ich da jetzt hin?
da muss ich rein. Was ist das? Meint, sammeln wir mal ein bisschen was ein. Ah, das sind ein paar Skula-Laster. Okay. Anscheinend fehlt echt eine Katze. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Bei mir sieht das wie ein Kinderspiel aus. Ich habe verdorbene Cola verkauft. Wenn ich das nicht wieder gut mache, werde ich als Seegurke wiedergeboren oder was noch schlimmer ist, als Landgurke. Ich muss die Quelle dieses bösen Getränkes finden. Auf der Getränkerechnung steht diese Adresse, aber ich sehe keine Cola-Fabrik. Oh, ein Cola-Lastwagen. Zeit für mich, den Hindu zu spielen, der ich bin. Danke, kommen Sie bald wieder. Belastendes Koffein. Folgt dem Cola-Last und sammle alle Beweise, dass keine Cola gegessen sind. Okay, also doch, wie ich gedacht habe. Er hat ein schlechtes Gewissen und will auch wissen, was da dahinter steckt. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als und der Geruch des Hotdog-Grills. Das geht nur dich und mich was an, Zufallsobjekt. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf 4 Rädern erlebt. Boah. Der fährt auch für nichts Gutes. Das geht nur dich und mich was an, Zufallsobjekt. Zufallsobjekt? Boah! Wild! Okay, weg! Der gehört mir! So! Der Radiosender! Na 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 na! Ist aber cool! Ich muss auch sagen, bei Bollywood oder diese indische Musik, also Bollywood-Filme habe ich auch ein paar geguckt. Einer war sogar dabei, den fand ich richtig geil. Wie ist der Humtum oder so? Der war ganz geil, aber ich fand es irgendwie nervig, dass bei allen Bollywood-Filmen Shah Rukh Khan dabei war. Also bei jedem Film der gleiche Schauspieler. Und zwar nicht irgendwann so nervig. Da sind wir gedacht, okay, ich guck jetzt gar keinen von ihnen an. Und die dauerten immer so gefühlt 8 Stunden. Und es wurde so viel getanzt. Also das haben wir schon ein bisschen immer zu suspekt. Ich glaube, das wird sogar, wenn es gut läuft, first try. Sehen. Nein, 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 nein. Wo ist es? Wo ist es? Nicht vorbeifahren. Ah, super. Ja! Aus als ob Abu Nahasab immer Petinan ist, mit der Mafia zu tun hat. Oh, jetzt mit der Mafia zu tun? Ah, stimmt, der Laster fuhr jetzt dahin und da ist dieser Legitimate Businessman Social Club. So eine Karte. Ich frag mich, wie viel. Pimpolz-Trikot. Ah, ihr komischer Kegelclub. Boah, der ist so lost. So. Und da muss ich mit dem hier quatschen, einen von, ach, wie ist dieser Mafia-Typ nochmal? Auf jeden Fall einen von seinen Kumpels. Hallo, ihr stereotypen Italiener, nennt mir bitte die Quelle dieser bösen Cola. Wir wissen gar nichts, außer dass die Wagen von mysteriösen Fremdlingen kontrolliert werden. Trotzdem sollten sie ihre Nase nicht in die Angelegenheiten anderer stecken. Das könnte sie irgendwann heimsuchen und ihre Familie. Ach du meine Güte, deine kaum verschleierte Drohung hat mich an meine Vaterpflichten erinnert. Ich soll die Achtlinge vom Arzt abholen. Macht zusammen 8. Ihr habt ja Achtlinge. Gott, auch so wird. Fahrt zum Krankenhaus, ehe die Zeit abgelaufen ist, geht der Menge aus dem Weg. Hoffentlich wird mein Laden nicht mehr als 4-mal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Das heißt, so schnell sein. Ich renne von dieser Limousine. Okay. Ich will aber trotzdem gerne wissen, wo das Krankenhaus ist. Bitte zeig mir das an. Danke. Hab keine Angst, du wirst wiedergeboren werden. Bitte Strecke machen hier. Shiva lächelt über so ein Benehmen.
Ah, das ist das Krankenhaus, okay. Bisschen reparieren. Aufräumarbeiten in Reihe 1. Hey, pass auf! Willst du mich auf den Arm nehmen? Cool. Nie zuvor habe ich eine Zufall auf vier Rädern erlebt. Hat so ein Krankenhaus, das war da vorne. Da war der Park. Ich bin nicht von der Gangster-Limousine. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Also blöd, wenn die direkt abhacken. Was hast du dir nur dabei gedacht? Shiva lächelt über so ein Benehmen. Dieser Wagen gehört zu den Sonderangeboten. Was soll ich zum Krankenhaus fahren, wenn ich der Gangster-Limousine ausweichen soll? Okay, General Hospital. Gibt's auch eine Serie drüber. Habe ich gehört. Sehr gut, Apu. Ah, perfekt. Dafür, dass Sie das mögen. Delivering babies since the day they were born. Das ist ein guter Schritt. Ah, das muss ich zu... Gott, zu dem guten Doktor. Ich muss mich beeilen. Oder ich muss kotzen. Zufallsobjekt. Ah, geil. Ah, wie ist der Doktor nochmal? Das war der gute Doktor. Jetzt ist er Dr. Nick. Ich befürchte, wir haben einen medizinischen Notfall. Oh, oh nein, meine Babys. Ihre Babys wollen mal auf die Toilette gehen, und zwar über mein ganzes Wartezimmer. Und Windeln sind nicht von ihrer Versicherung abgedeckt. Also besorg welche und beeil dich. Ich habe gehört, dass die Eltern der Neunlinge in Shelbyville sämtliche Windeln an sich reißen. Ich hol die Windeln, aber die passen nicht in mein Auto. Vielleicht hat Mr. Homer ein großes, benzinschluckendes amerikanisches Auto, das ich benutzen darf. Du brauchst Homers selbstgebautes Auto, um seine Mission zu vollenden. Kaufe es Homer auf dem Parkplatz des Krankenhauses für 500 Münzen ab oder fordere es von einer Telefonzelle aus an, wenn du es bereits besitzt. So viel habe ich noch nicht. Oh, Moment, da waren ein paar. Ah, da kann ich noch ein bisschen Geld machen. Da wackelt doch was. Aber 500 ist schon eine Stange Geld. Die 100 haben wir schon mal. Sonst muss eigentlich eh nur alles Mögliche kaputt fahren. Dann bekommst du eh immer, glaube ich, 40, 50 drin. Oh, auch so eine Bienenkamera. Na, komm. Taijutsu. So, perfekt. Ich bin einfach der Avatar. Gefühlt. Aber noch gefühlt viel zu arm für die Mission. Und ein bisschen Knete entsacken. Wo werden noch so Dinger? Mal gucken. Stimmt hier ein Park? Da wird doch irgendwas sein. Natürlich nicht. Mein Bauch behindert mich. Mein Bauch behindert mich. Ich bin überraschend akrobatisch. So, eine Telefonzelle. Gott, 500 ist schon mega viel. Hoch. Kamera? Why you don't work? Was ist mit der Kamera jetzt? Okay, muss ich irgendwie rumfahren und gucken, dass ich da... Da ist so eine Biene.
Also eine Westenkamera ist die, glaube ich. So. Haben wir schon mal bald die Hälfte. Mal gucken dann. Professor Frings hat die Nebenmission. Ja, auch sehr geil. Die Java-Server. Das Café. Aber ich muss wirklich so einzelne Dinge umfahren. Das bringt aber so wenig. Das bringt fast gar nichts. Da war noch was, genau. Da war noch so eine Bass-Cola-Küste. Geiler Move. Der Undertaker. Quasi. Gefühlt. Ich muss sagen, mit der Zeit hat man ein richtig gutes Fahrgefühl. Quasi. Sind wir schon bei fast 300. Das auch so nett. Hier ist ein Telefon. Eine Rennmission. Oh, da ist eine Kiste. Oh, eine Biene. Eine Wespenkamera. Ich kenne mich auch null aus, was eine Biene oder was eine Wespe ist oder was sonst was ist. So, was waren 500? Ich will noch 160, es geht eigentlich. Na? Ist da was? Nee, sah fast aus. Voller Stärke. 300 Pferde voller Stärke. Aber es ist immer noch nicht genug. Nee, da ist Homer. Oder irgendjemand anderes, der mein Geld will. Hoppala. Oh, ein Bücherladen. Cool. Krusty's Burger. Könnte auch was sein. Ich will aber nicht ins Auto zu Schrott fahren, das muss ich da wieder was zahlen. Bass Cola. Oh. Was steht da? Bass Cola für Menschen. Welcher Mensch würde das schreiben? Das ist auch schon so ein Hinweis dafür, dass das ein bisschen seltsam ist. Ich fahre da mal vollgas rüber, wenn ich es schaffe und kann, mich keiner stört. Ich bin höher als der Maharishi. Oh Mann! Huch! Was hat das jetzt für ein Glitch? So, brauchen trotzdem noch ein bisschen, ja? Da kriegt man auch fast nichts. Schlaglöcher des Todes. Und man auch schwer an sowas ran. Hier vielleicht in den Möchtegens Schlamms. Das geht nur dich und mich was an. Nee. Sagt man auch sowas nicht. Das war so eine Karte. Die mir jetzt aber auch nichts hilft. Autobahnschanlage? Kann man da durchfahren? Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Ich bin eine hundsgemeine Curry-Kampfmaschine. Ah.
hast du auch keine? Girlesque. 300 Pferde voller Stärke. Auch sehr gut. Ah, gibt's denn da gar nichts mehr? Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf 4 Rädern erlebt. Als ob's da nichts mehr gibt. Und ich brauche die Münzen. So dringend. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Muss ich jetzt wirklich so viel Kleinzeug anfahren? Ich habe auch dezent wenig Lust drauf. Wenn ich ehrlich bin. Und das Gute ist auch, wenn ich jetzt 500 hätte, ich wüsste nicht, wo es denn zurück zum Krankenhaus geht, weil die Map nicht richtig eine Map ist. Ich fahre mal in Richtung Downtown. Ich fahre mal. Ich hab mir den Schädel angehauen. Holy shit. Ich fahre einfach mal irgendwo hin. Jetzt doch irgendwo. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Bei Vishnu. Da wird es doch irgendwo doch noch Münzen geben. Da wird der Passcode für Humans. Welcher Mensch, der ein Mensch ist, schreibt sowas? Da schreiben nur nicht Menschen. Boah. Wilder Ritt. Kannst du mit deiner verrückten Fahrweise beweisen? Wer hat das dahin getan? Das macht doch keinen Sinn. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe keinen Plan, wie ich hier zurückkomme, aber dass zumindest etwas aus mir Münzen gibt. Eine Wespe. Und eine Automat. Wir werden jetzt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Zeit. Da kriegen wir das sogar noch hin. Knapp 100. Alles einsammeln, das Auto holen, dann starten wir im nächsten Part schon mit der nächsten Mission. Hier gibt es jetzt Sachen ohne Ende. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf 4 Rädern erlebt. Echt ein bisschen gucken, wo man dann noch was findet. Ich weiß nicht, respawnen die mit der Zeit oder sind die da wirklich für immer weg? Vielleicht schon was so blöd, wenn man hier alles suchen will. Da war ich noch nicht. Ne, bringt ja auch nichts. Geh mal dahin. Hoppala. Ah ne, ist halt, fahre ich jetzt mal noch nicht hin. Du hättest mir nicht vor den Wagen laufen dürfen. Gucken wir da mal rein. Gut, braucht er auch sehr viel. Boah, wild, was hier passiert. Da fahren nur Verrückte rum. Ich finde nie wieder zurück. Wie kann das wieder dauern? Dieser andere Zorro im Moment. Völlig die Orientierung verloren, aber bin irgendwie zum riesen Kreis gefahren. Okay, vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt mal hier bleibe. Vielleicht ist hier irgendwo was versteckt. Nee, da nicht. Jetzt hat nicht mehr so viel, aber es müsste doch noch irgendwo noch was geben.
Und das ist irgendwas süß. Da habe ich die übersehen. Da habe ich dich übersehen. Boom. Gebe trotzdem noch eine. Eine fehlt mindestens noch. So, vielleicht hier in der Ecke? Nee. Da auch nicht. Das ist eine schwierige Sache. Ich muss jetzt echt noch so viel Kleinzeug umfahren. Du hast kein Kleinzeug? Also nicht mehr so viel. Ich wollte noch so ein bisschen Zeug um. Ah, noch 32. Die noch im Weg sind. Na. Das wird jetzt ein bisschen zäh. Als ob es keine mehr gibt. Wenn das Auto kaputt ist, dann muss ich wieder 10 zahlen. Oder was halt sein Auto kostet zum Reparieren. Nein, geh mal weg. Geh mal weg. Das ist nicht gut für meine Versicherung. So, gut repariert. Und sogar eine Mütze gefunden. Perfekt. So, wir sind noch 25. Oh, die letzten sind wir die zähsten. Ah, super, das auch noch. Aber nehme ich jetzt frisch, muss ich 50 zahlen? Nee, das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Oh. Ah, jetzt muss ich eine. Ah, verdammt. Oh, das nervt mich jetzt richtig. Trotzdem, das machen wir noch. Und schon finde ich einfach zwei Automaten. Ja, toll. Jetzt finde ich nichts und dann finde ich fast zu viel. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz, aber. Oh, das ist eine. Da ist eine Biene, eine Wespe. Jetzt muss ich erstmal da hinkommen. Nein! Jetzt müsste es aber reichen. Hoffentlich. Was kann man da machen? Monster Truck fahren. Ich sollte mich in Zukunft vielleicht Obliberation? Obliberation? Ne, brauche ich aber nicht. Trotzdem, es fehlen noch einige. Gott, ist das. Schon ein bisschen Glück gemacht, aber gut, es fallen noch ein paar Bäume um. Versuche wenig Menschen zu treffen. Kann ich schon mal langsam auf den Weg Richtung General Hospital machen, wenn ich es wieder finde. Auf jeden Fall irgendwo in dieser Ecke. Du Wahnsinniger! Was hast du dir nur dabei gedacht? So. Hier sind noch zwei. Aufräumarbeiten in Reihe 1. Ich habe es. Krankenhaus ist da. Shiva lächelt über. Und hier die letzte Münze. Ohne keine Bonusmünze, super. Hoffentlich bin ich das nimmt man nicht komplett an. Wie in meiner Jugend. Mr. Homer, Sir, hast du ein übergroßes Fahrzeug, das ich mir ausleihen darf? Ausleihen? Nein, aber ich verkaufe ihn dir zu einem wahnsinnig überhöhten Preis. Bitte, was auch immer. Da hat er recht wahnsinnig erhöht. Von Home entworfenes Auto, das sieht ja komplett kaputt aus.
hoffe, der hat einigermaßen. Oha! Der sollte ja Ingenieur werden. Der sieht nicht schön aus, aber wird sich bestimmt ganz gut. Okay, den nehmen wir. 8 ist einer zu viel. Rammt den Schellbefehl, wenn es sammelt, die Bündel ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Okay, ich denke mal, das machen wir dann beim nächsten Mal. Sind wir schon ein kleines bisschen über der Zeit drüber. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Simpsons Hit and Run. Und dann sammeln wir die ganzen. Wie war das? Er hat 8 Dinge. Und Schellbefehl gibt es jemanden, der hat 9 Dinge und hat alle Bündel aufgekauft. Genau, die müssen wir jetzt irgendwie holen. Irgendwie so war das. War ein bisschen eine komische Story. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.